In meiner Serie zum Funken erodieren möchte ich euch zeigen, dass ihr mit einem sogenannten Wagnerschen Hammer so reichlich jegliche leitfähigen Materialien gravieren könnt. Bei diesem Bauteil handelt es sich um einen rein elektromechanisch arbeitenden Unterbrecherschaltkreis. Der Aufbau ist recht simpel und besteht im Wesentlichen aus einem Elektromagneten und einem Unterbrecherkontakt. Der Elektromagnet ist so konzipiert, dass dieser den Hammer nach innen zieht, sobald ein Strom durch die Spule fließt. Wird der Stromfluss unterbrochen, so fällt der Hammer wieder nach unten. Der Trick besteht nun darin, den Strom durch die Spule über diesen Hammer laufen zu lassen, so dass dieser als Unterbrecherkontakt für die Spule fungiert. Wird nun Spannung an den Hammer gelegt, so wird der Elektromagnet aktiviert. Als Gegenkontakt zur Spitze des Hammers fungiert das zu bearbeitende Werkstück. Ist der Hammer nach unten gefallen, schließt sich der Stromkreis und der Elektromagnet wird bestromt. Damit wird der Hammer nach oben gezogen und der Stromfluss direkt wieder unterbrochen. Ohne Strom fällt der Hammer nach unten, bis schließlich wieder Kontakt zum Werkstück besteht und der Prozess von vorne beginnt. Meine erste Umsetzung dieses Prinzips besteht aus einem Spulenkern aus dem 3D-Drucker, auf den 0,35 mm Kupferlackdraht mit 100 Windungen aufgewickelt wurde. In die Halterung des Systems ist die Führung für ein 4 mm Messingröhrchen integriert. An das Messingröhrchen sind 4 würfelförmige Magnete, alle mit ihren Nordpolen nach oben zeigend, geklebt. Das Werkstück ist mit der plus 12 Volt Leitung eines alten Computernetzteiles verbunden, Masse mit der Spule des Elektromagneten. Der Wagnersche Hammer ist an der Z-Achse einer CNC-Maschine befestigt. Wird diese nun langsam abgesenkt, so berührt irgendwann die Drahtspitze das Werkstück und der beschriebene Zyklus des Wagnerschen Hammers beginnt. Die Prozesse laufen recht schnell ab, so dass das Öffnen und Schließen mit einer für das menschliche Auge zu hohen Frequenz abläuft. Zu sehen sind aber die Funken, die sich bilden, wenn das Messingröhrchen nach oben gezogen wird und das Plasma dabei die entstehende Lücke überbrückt, bis der Abstand schließlich zu groß wird und der Stromkreis somit endgültig unterbrochen wird. Auf Dauer erwärmt sich der Elektromagnet so stark, dass der PET-Kunststoff meines ersten Versuchaufbaus geschmolzen ist. Als schnelle Lösung habe ich einen Lüfter angebracht. Zeit für eine erste Gravur auf einem Stück Stahlblech. An der Software der CNC sind keinerlei Modifikationen nötig, da das Zurückziehen und Absenken des Wagnerschen Hammers rein elektromechanisch funktioniert, angetrieben von den 12 Volt Gleichspannung, die auch zum Gravieren verwendet wird. Eingespannt in das Messingröhrchen ist ein 0,75 mm Kupferdraht. Wie zu sehen bleibt die Elektrode ab und an kleben. Der Hammer arbeitet offensichtlich etwas zu schwach. Als Vortriebsgeschwindigkeit sind 1 mm pro Sekunde eingestellt, der Hub beträgt 10 mm, um dem Elektromagneten trotz Lüfter ein paar Pausen zu gönnen. Mit diesen Einstellungen ist die Gravur nach etwa 5 Minuten abgeschlossen. Das Ergebnis ist auf der Oberfläche klar zu erkennen. Das von mir gewählte Testmotiv ist mit 15x16 mm recht klein gewählt, um die Schwachpunkte hervorzuheben. Reiben mit Stahlwolle lässt die Gravur nicht verschwinden, die Rillen sind ausreichend tief. Die Grafik ist nicht perfekt graviert, da geht noch mehr. Bei der zweiten Version meines Wagnerschen Hammers verwende ich einen komplienten Mechanismus zur Führung des Werkzeugs. Bei diesem System wird die Bewegung längs einer Achse durch das Verbiegen von Teilen der Struktur ermöglicht, womit theoretisch jegliches Spiel eliminiert wird. Der Elektromagnet besteht nun aus einem Ferritkern, zusammengeklebt aus Teilen meiner Restekiste. Von diesem angezogen wird ein weiteres Stück aus Ferrit, das an einer 4 mm Gewindestange angeklebt ist. Dieses System arbeitet kraftvoller und wesentlich energieeffizienter als die Luftspule des ersten Versuchsaufbaus,
daher wird kein Lüfter benötigt. An dem unteren Ende der Gewindestange befindet sich eine Vorrichtung, an der ein Werkzeug eingespannt werden kann. Als erstes verwende ich eine Wolframspitze als Elektrode. Derartige Wolframspitzen werden auch beim WIG-Schweißen verwendet und sind recht widerstandsfähig gegenüber der Erosion durch Funkenbildung. Da der Wagnersche Hammer mehr Kraft auf das Werkstück überträgt als bei meinen bisherigen EDM-Versuchen, schwingt das Stahlblech, was die Qualität der Gravur ungünstig beeinflusst. Eine bessere Werkstückhalterung muss her. Das Ergebnis ist dennoch schon deutlich besser. Nach dem Abwischen der Oxidpartikel treten die Linien klar hervor. Auch diese Gravur lässt sich mit Stahlwolle nicht abreiben. Beim nächsten Durchgang verwende ich 0,5mm Stahldraht. Obwohl der Draht hier relativ weit herausragt, verbiegt sich dieser bei Seitwärtsbewegungen des Werkstücks nicht. Durch das ständige Zurückziehen durch den Elektromagneten schwebt der Draht über die Materialoberfläche anstelle, dass dieser über das Stahlblech schrammt. In vorherigen Videos hatte ich gezeigt, dass die Materialkombination Stahl und Stahl dazu neigt, miteinander zu verschweißen. Dieses Experiment zeigt, dass die vertikale Bewegung der zweiten Version meines Wagnerschen Hammers offensichtlich kraftvoll und schnell genug erfolgt, um dieses Verschweißen zu verhindern. Wer genau hinsieht, dürfte bemerken, dass der Draht abbrennt und im Verlauf der Gravur kürzer wird. Die Gravur ist nach Abwischen der Oxidpartikel und dem Bereiben mit Stahlwolle gut zu erkennen, die Linien sind sehr sauber graviert. Version 2 meines Wagnerschen Hammers arbeitet offensichtlich ohne sichtbares Spiel und auch der dünne Stahldraht hat sich während des Vorgangs nicht verbogen. Wirklich nicht schlecht für die Pi mal Daumen Konstruktion. Wie sieht es mit anderen Materialien aus? Hier graviere ich auf einer kupferbeschichteten Platine. Auch das funktioniert sehr gut, der Abbrand des Stahldrahtes ist allerdings signifikant höher, so dass sich die Höhe der Z-Achse zwischenzeitlich immer mal ein wenig per Hand nach unten korrigieren muss. Die Kupferbeschichtung wird nicht komplett durchtrennt, zumindest mit diesen Einstellungen ist das Verfahren nicht zum Isolationsfräsen geeignet, weitere Experimente werden aber folgen. Das schwarze Kupferoxid lässt die Linien deutlich hervortreten. Die Gravur ist ebenfalls so tief, dass diese mit Stahlwolle nicht abgerieben wird. Hier wird Aluminium graviert. Klappt mit dem Stahldraht eher nicht.
Aluminium bildet im Plasma des Funkens eine dicke, isolierende Oxidschicht, womit der Kontakt mit dem Werkstück nicht wiederhergestellt wird, wenn der Wagnersche Hammer sich absenkt. Daher klappt's auch mit der Wolframspitze nicht. Graphit aus einer Bleistiftmine funktioniert. Aber das Ergebnis ist nicht gerade gut. Das weichste Metall mit dem niedrigsten Schmelzpunkt meiner Versuchsreihe ist das kniffligste. Geklappt hat's mit 0,75 mm Kupferdraht und Sonnenblumenöl auf dem Werkstück. Ferner habe ich die Vortriebsgeschwindigkeit auf 0,5 mm pro Sekunde verringert. Das Ergebnis sind klar sichtbare, schwarze Linien, die sich mit dem Tuch nicht abreiben lassen und recht gut auf dem Aluminium haften. Stahlwolle entfernt allerdings die schwarze Schicht von dem weichen Material. Aber auch danach bleibt die Gravur sichtbar, wenn auch nicht mehr ganz so gut. In einem vorangegangenen Video hatte ich gezeigt, dass Spülen mit einer Flüssigkeit zu besseren Ergebnissen führt, daher habe ich nun die Wanne mit entionisiertem Wasser gefüllt und die Pumpe eingeschaltet. Das Stahlblech graviere ich hier mit einem stumpfen V-Bit, das mit dem Wagnerschen Hammer auch dann Material abtragen kann, wenn dieses nicht rotiert. Beim Ergebnis sind die Linien nicht so deutlich zu erkennen, da das Metall nicht geschwärzt wurde. Auch diese Gravur kann mit Stahlwolle nicht beseitigt werden. Der Wagnersche Hammer ist ein preisgünstiges Update für jede CNC oder, wie hier zu sehen, fast jeden 3D-Drucker. Auch die Firmware des 3D-Druckers muss nicht modifiziert werden, diese muss lediglich G-Code-Dateien lesen können. Für bessere Ergebnisse mit dem Drucker sollte eine stabilere Halterung für das Werkstück sorgen können. Die einfache Variante meines Wagnerschen Hammers funktioniert schon recht gut, dennoch sehe ich noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Die Mechanik kompakter und leichter zu gestalten, sollte nicht allzu schwer sein. Die Frequenz, mit welcher der Wagnersche Hammer arbeitet, ist unter anderem abhängig von der Masse der bewegten Teile, hier gibt's noch einiges zu experimentieren. Und ja, ich werde eine aktive Steuerung des Mechanismus bauen, um zum Beispiel den Elektrodenabbrand zu kompensieren. Und eine Version, bei der nur der Draht bewegt wird, geführt an der Spitze von zum Beispiel der Düse eines 3D-Druckers. Das Ganze gleicht somit einem Mini-Schweißgerät.
Und wenn ich dann ein Mini-Schweißgerät habe, werde ich mal sehen, welche Strukturen sich damit schweißen lassen. Ihr seht, die Entwicklung meiner funkensprühenden Maschinerie birgt noch so einiges an Potenzial und es sind noch jede Menge Elektrodenmaterialien und sonstige Parameter zu testen. Wenn ihr mich in meinen Experimenten und der Dokumentation der Ergebnisse meiner Open-Source-Maschinen unterstützen möchtet, könnt ihr einen der hier zu sehenden Homo-Fatiens-Coins kaufen. Die gravierten Metallscheibchen sind, zumindest momentan, weniger wert als ein Bitcoin, dafür aber was Reales, das ihr in Händen halten und euch somit einen genauen Eindruck davon verschaffen könnt, wie gut und wie tief die Gravuren sind. Homo Fatiens Coins könnt ihr auf meinen Seiten erwerben und dort findet ihr auch die Nachbauanleitung meines Wagnerschen Hammers sowie weitere Infos zu dem System. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!